Bald kommt das Ende der fünften Welt bei Let's Play Super Mario Galaxy 2 und damit herzlich willkommen zum neuen Part. Ja, von diesem Let's Play. Wir fangen wohl an mit dem Heiß-Kalt-Komet. Und ich habe herausgefunden, dass meine Sensorbar gerade keinen Bock auf mich hat. Zumindest macht die nur Scheiße. Ich hoffe mal, dass es nicht allzu schlimm wird. Und jetzt machen wir allein gegen die frostige Oktoarmee. Das müsste man jetzt eigentlich auch noch ohne Sensorbar hinbekommen. Und ich hoffe, dass es auch nicht so laggt, weil ich hatte gerade ein paar Probleme. Im Aufnehmen. Aber jetzt müsste es passen. So, wir haben 50 Sekunden Zeit, diese blöden Viecher mit einem Rainbow Mario zu destroyen. Die Pinken sind natürlich die schlimmsten. Zack. Alles mitnehmen. Natürlich am besten auch die ganze Zeit welche besiegen. Denn so leicht ist es gar nicht. So wie ich hier gerade merke. Das ist nämlich überhaupt nicht einfach. Das ist überhaupt nicht einfach. Wohl doch, passt. Komm her. Gut. Ah. Wenigstens jetzt da mal im First Try. Nicht so wie im letzten Part. Und wenn wir jetzt nämlich hier stehen bleiben und so machen, dann sind die da wieder. Die sind schon irgendwie, das ist schon irgendwie gruselig, dass die hier nirgendwo sind. Nur da. WTF. Die sind hier nicht überall. Und vor allem, die sehen halt auch schon so irgendwie aus wie bei dem Himmel, bei Summer Galaxy. Bei diesen Geisterwelten, ne? Irgendwie. Ach, keine Ahnung. Wir vergessen die Monster und machen jetzt normal weiter. Und jetzt haben wir ja jeden Stern abgehakt aus dem Gourmet-Luma. Das heißt, wir müssen jetzt eine Gourmet-Luma machen. Pack mal schon. So. Genau, Stern Nummer 85. Und wir haben ja schon wieder die Hälfte, das Doppelte von der Menge, die wir brauchen, also. Wir sind schon auf einem richtigen Weg. Nehmen wir ihn mal mit an Bord. Denn die Galaxie ist wieder eine lustige Fluggalaxie. Oh, ein Gourmet-Luma. Oh mein Gott. Füttern wir ihn. Und stopp. Friss die Sternteile. Friss, 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 friss. Werd fetter. Ja, friss alle weg. Danke. So. Denn das ist wieder wie in Welt 2 so eine mit so einem Paragleiter. Oder wie auch immer das heißt. Und das ist lustig. Und jetzt haben wir keine Sternteile mehr. RIP! Und ja, Sturzfluggalaxie, so heißt die. Und wenn wir die abgehakt haben, können wir auch schon zu Bowser Jr. und den einen für alle Mal fertig machen. Kuku Karambolage Gleiter. Das ist eine bisschen schwerere Version von der von dem ersten Mal. Aber trotzdem noch machbar. Hoffentlich. Man kann dabei auch sehr leicht failen, also man muss aufpassen. So, hi. Diese Tukugleiter hier, er kann nicht irgendwo hinbringen. Möchtest du mit dem Tukugleiter fliegen? Klar. Ja, ja, das ist genauso wie im ersten Mal. Und diesmal kein Tutorial. Das wäre auch dumm, wenn. Ja. So. Ballons können wir mitnehmen und Hauptsache, wir nehmen die Kränze mit, die Sonnenkränze. Diese kleinen. Und jetzt ganz eng bitte. Dadurch. Oh, fuck, 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 fuck. Jetzt haben wir einen Speed verloren. So. Eine Kraft hat nur noch, wir können hier so leicht sterben. Chill, chill, chill. Gut. Die Münze wäre nicht schlecht. Perfekt. Dann bin ich jetzt schon ein bisschen beruhigter. So.
So, perfekt. Ist halt auch nicht so einfach mit meiner Wiimote gerade. Bitte lass die Kometmünze erwischen. Bitte erwisch die Kometmünze. Zack. Ja, sehr gut. Sehr schön. Gut, perfekt. Haben wir auch das ganz schnell abgehakt. Und jetzt müssten wir eigentlich schon zu Bowser Jr. kommen. Außer es gab einen Brief, dass wir Welt 4 abschließen dürfen. Das ist natürlich auch geil. So. Gut. Läuft. Heute kam ja Part 23 online, also der letzte Ball. Ziemlich gleich weiter auf, damit ich auf jeden Fall Content bringen kann, weil ich muss das Projekt unbedingt beenden. Und es fehlt ja noch so viel. Ich muss so viel aufnehmen. Ich habe halt aber auch echt kaum Zeit gerade, ne? Das ist so schlimm. So, wie viele Sterne brauchen wir eigentlich? Wir haben 30 mehr, aber okay. Hi Bowser Junior, ich mach dich jetzt fertig. Wir haben ja schon alles geschafft, oder? Guck hier, da fehlt auch nur noch das. Okay. Bowser Juniors Böllerbunker ist das diesmal. Ja, Sensorleuchte, meine Güte, was kannst du eigentlich? Mann. Diese Maschine ist ein Megamurks. Mhm. Das ist der schwerste Boss, glaube ich, von den allen. Und auch der schwerste Kurs. Und der Komet ist natürlich auch nicht so einfach. Vor allem, weil man da das ganze Level spielen muss und nicht nur den Boss. So, erstmal brauchen wir so eine Obwohl, nee, wir müssten eigentlich erstmal auf die Details gucken. Hier ist nämlich der Roboter, den wir in der dritten Map besiegt haben. Und wenn wir... Warte mal. Da verbrennen wir uns, wenn wir da reingehen. Das ist voll lustig. Ich will es aber jetzt nicht austesten, man verbrennt sich halt und das ist halt echt cooles Detail, dass hier der zersprengte Roboter ist und dass Bowser Jr. dann hier gleich weitergemacht hat im Einnehmen von Welten. Und das ist halt, ja, lustig. Das ist ja der Hammer, fällt mir gerade so auf. Das ist der Hammer des einen von den Armen. Ja, hier. Warum Hummer, dass sich dreht? Und hier ist der andere Hammer. Yeah. Komm schon. Was kriegen wir? Nice, hätten wir das. Und dann ist ja auch schon so eine Kanone. Jetzt müssen wir perfekt zielen. Das ist halt so schwierig, weil ich zapple. Ja, pff. Ich zittere viel zu viel. Hat trotzdem gepasst. Eigentlich wollte ich ja den Dumpte. Lol, wir haben keine Kraft verloren, weil wir direkt im Anschluss eine Münze gesammelt haben. Das war der Nintendo-Move. Also beim letzten Stern war. So, jetzt können wir aber hier noch oben hochklettern. Denn diese maximale Kraft, die kann man immer gebrauchen. Und der Hintergrund mit dieser Riesensonne da, was auch immer das ist, das sieht schon richtig geil aus. Voll ist das Ding riesengroß. Was mich interessiert, ob man sich direkt... Ah, ne, kann man nicht. Okay. Da war Nintendo schlau und hat es ausgestellt. Hä, was denn jetzt, Luigi? Achso, man kann auch zu nah an der Sensorbar sein, okay. Oh Gott, mein Aim. Mein Aim. Hat trotzdem gepasst, doch. So, und das ist halt mit Abstand das schwerste Teil vom Kurs. Und hier muss man aufpassen, denn hier gibt es auch noch eine Kometmünze. Wo sind die da? Alter, einmal getroffen haben wir uns tot. Das ist halt das Schlimme. Aber ich bin jetzt hier fertig und gehe zum Boss. Bom. Und weiter. Wir nehmen auch gleich zwei Wolken mit. Man weiß ja nie. Und jetzt, Bowser Jr., stirbst du ein für alle Mal. Du Nicht-Aufgeber.
Papa hat gesagt, ich soll acht geben, dass sie nicht noch ein großes Stern in die Hände fällt. Jetzt ist Zeit für meine brandneue maliziöse Megamux-Maschine. Ich mache es mir dann mal in meinem Cockpit bequem und genieße deinen explosiven Untergang. Chase. So, reicht dann auch. Und das ist der neue Apparat von Bowser Jr. und auch der letzte. Und der kann sie noch nicht statisch aufhören. Das ist gut zu wissen. Weil wir müssen immer auf das Cockpit hoch und dann eine Stampfattacke. Wer es nicht wusste. Es steigt aber ein bisschen, weil viele Elemente, ihr wisst. Und jetzt war ich dumm wie Brot. Egal. So, jetzt schlägt er nämlich sich auf. Ja, wir müssen einfach hier oben chillen. Und nochmal draufschlagen. Denn wenn das Glas kaputt ist, ist die ganze Maschine kaputt. So, wisst ihr das? Mhm. Und jetzt wächst er auch noch, bekommt Räder und kann sich jetzt bewegen. Yay. So, erstmal ausweichen. Über Sternteile hier. Chillen. Die könnte man mit, ich glaube, man könnte die mit Sternteilen besiegen. Ne, kann man nicht. What? Bitte lad dich nicht nochmal. Kämpfe ich halt auf die drauf. Ist mir auch egal. Weil es geht halt echt. Natürlich lädt er sich jetzt auf. Gib mir das. Arschloch. Mann. Dass ich so lange für den Boss brauche, hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Das ist die blöde letzte Phase. Ich habe den viel zu lange nicht mehr gemacht. Hängt das jetzt fest oder was? Ich muss nur mal abwarten, ob er nochmal diesen Ansaugdings macht. Nope, jetzt mach mal. Der macht das nicht. Der macht's nicht. Jetzt. Jetzt geht er immer in die falsche Richtung. So hat's bis jetzt immer geklappt. Deswegen klappt jetzt nochmal so. Und jetzt bleibt mal stehen hier. Meine Fresse! Alter, das hat jetzt lang gedauert. 5 Minuten. Gott. Das ist der große Stern. Der hat's mir gehört. Habt ihr das verstanden? Yeah. Und das war jetzt der vorletzte große Stern im Game. Großer Stern Nummer 5. Yeah. Und wieder mal eine Welt abgeschlossen. Nach 24 Parts. Birds. Genau. Und jetzt geht's in die abfuckste Welt. Welt 6. 7 Minuten. Bäh. Ich weiß aber nicht, ob wir jetzt noch irgendwas anfangen sollen. Soll ich das nicht vorlesen? Egal. Der hat nur gelabert. Ja, 5 große Sterne. Wir sind kurz vor dem großen Kampf. Das war der 5. Stern und ja. Bla bla bla. Juckt ihr keinen von euch aus. So. Da sind wir.
Die sechste Welt. Und eine Galaxie fuckt am meisten ab, das ist die schlimmste im ganzen Spiel. Wir haben es endlich geschafft. Der Kampf mit dem Unhold steht kurz bevor. Sei wachsam und gib dein Bestes. Diesmal kommt er uns nicht davon. Nee. Man kann leider irgendwie keine Sicht machen, aber das, die Galaxie, nee. Nee. Ja, auf jeden Fall geht's im nächsten Part dann weiter. In Welt 6 anfangen. Schmelztiegelgalaxie. Und ja. Dauert nicht mal lang. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert, abonniert für mehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Euer T-Gamer und einen schönen Tag und ciao.